Frau Schätz, Sie wirken nach dem Anzapfen richtig stolz. Der Eindruck hat nicht getäuscht, oder? Nein, der hat nicht getäuscht, weil man ist ja doch etwas nervös. Es ist was anderes wie im Anzapfkurs, wo man dann Fehlschläge sich erlauben darf. Es ist wie in der Politik, wenn es ernst wird, darf man sich keine Fehlschläge erlauben. Das heißt, Sie haben richtig geübt vorher? Ja, wir haben einen Kurs gemacht beim Bräu im Moos und das hat wunderbar hingehauen. Da war auch die Bierkönigin im Übrigen dabei. Mit Ihrer Leistung sind Sie zufrieden? Bei der Bierprobe waren es 2,5 Schläge. Sind Sie zufrieden? Ich bin zufrieden, weil vor allem heute hat es weniger gespritzt wie bei der Bierprobe. Worauf freuen Sie sich jetzt besonders, wenn Sie vorausschauen auf die nächsten Tage? Ja, ich freue mich vor allem, dass es wieder schöner werden soll und dass man dann einfach einmal heraus sitzen kann und ratschen kann und dass die ganzen Fahrgeschäfte da sind und mal ausprobieren, was man noch so vertragt in meinem Alter. Und dann das Treffen mit den Kommunalpolitik-Kollegen oder auch mit Freunden, das ist einfach schön.